Guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser Ausstellung geht es um einen Vergleich zwischen Bibel und Wissenschaft. Anhand von etwa 30 Beispielen soll gezeigt werden, wie in der Naturwissenschaft, und zwar in der modernen Naturwissenschaft, Dinge entdeckt worden sind, die man schon vor Jahrtausenden in der Bibel nachlesen konnte. Das hilft uns zu sehen, was die Wissenschaft ist, wo ihre Grenzen sind und andererseits, was die Bibel ist. Die Wissenschaft kann man so beschreiben als die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu erforschen. Und da ist es natürlich so, der Mensch ist begrenzt, Irren ist menschlich und so muss die Wissenschaft immer wieder korrigiert werden und sie wird auch heute ständig korrigiert und macht normalerweise kontinuierliche Fortschritte. Bei der Bibel ist das ganz anders. Nach ihrer eigenen Aussage ist sie Gottes Wort. Wie der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nun, diese etwa 30 Beispiele von Entdeckungen in der Naturwissenschaft, die man erst in jüngerer Zeit in der Geschichte machen konnte, die man aber schon längst in der Bibel finden konnte, sind ein deutlicher Hinweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir beginnen mit einem ersten Beispiel. Die Sterne sind unzählbar. Von Auge kann man etwa 3000 Sterne sehen. Hier von Deutschland aus geht man nach Südafrika. Auf der südlichen Halbkugel der Erde sieht man wieder ganz andere Sterne, aber auch etwa 3000. Insgesamt kann man also 6000 Sterne sehen. Und da war es doch in früheren Zeiten ein Problem. Denn die Bibel sagt ausdrücklich in Jeremia 33 zum Beispiel, geschrieben um 600 vor Christus, man kann die Sterne unmöglich zählen. Aber eben, auf 6000 zu zählen, das ist ja eigentlich nicht so eine Kunst. Und so gab es eine Spannung zwischen Bibel und Wissenschaft diesbezüglich. Aber um 1610 hat der erste Mensch, es war Galileo Galilei, mit einem Fernrohr zum Himmel geblickt und er musste sagen, es sind etwa 10-mal mehr Sterne. Also aus seinem Blickwinkel nicht 3000, sondern etwa 30.000. Die Teleskope wurden immer besser bis in die modernste Zeit und heute schätzt man die Zahl der Sterne im sichtbaren Bereich des Weltalls auf etwa 10 hoch 22. Das wäre eine 1 gefolgt von 22 Nullen. Heute ist vollkommen klar, die Sterne sind unzählbar, aber das wussten wir schon immer aus der Bibel.